Und live übertragen ist da. So, bitteschön. Bitteschön, wir sind live. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ein Highlight jagt das nächste. Und ich freue mich sehr, dass wir wieder mal mit Diplom-Psychologe Rainer Michael Franke, Franke. Entschuldigung, Rainer Michael Franke aus Mallorca verbunden sind. Liebe Grüße nach Mallorca zu dir. Ja, liebe Grüße zurück nach Leipzig, ne? Schön, ja, schön, dass wir Ja, wieder ist mal meine sich. Heimatstadt übrigens, ne? Deine Heimatstadt. Meine Heimatstadt, da bin ich geboren, ja. Wow, das wusste ich ja gar nicht. Ja, Da siehst du, das war hast mir du nicht. noch uns noch Nein. nicht besucht? Oh. Doch, ist schon lange her, ist schon lange her. Oi, wow, toll. Na, das ist ein, siehst du, also irgendwie verbindet uns doch immer wieder was, ne? Auch wenn wir ein paar Jahre uns Ja. nicht sehen und hören, trotzdem ist da irgendwie einfach eine Verbindung. Und der Michael Franke, der war einer der ersten sozusagen oder der erste Mutige, der sich eingelassen hat auf TTV, sich hat interviewen lassen. Ich weiß noch, ich war ganz aufgeregt und du hast dich, ja, also da bin ich unheimlich dankbar und das Bestimmt vergesse ich auch nicht. Ja. 10 Jahre her oder noch länger, ne? Ja, Also schon so 9 Jahre 12, 12 jetzt Jahre. so. Ja. Genau. Ja. Ja, und es gibt wieder ein was Neues im Busche. sozusagen, du bist Teil der Akademie Intuitiver Wissenschaftler sozusagen. Du arbeitest ja auch sehr, sehr intuitiv und hast jahrelang, jahrzehntelang Erfahrungen mit einer wunderbaren Methode sammeln können. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich dich bitten, einfach nochmal für die Menschen, soll es ja immer noch geben, die dich nicht kennen, dich einfach nochmal vorstellst und einfach ein bisschen was von dir erzählst. Ja klar, jetzt sicherlich, wir haben ihn eine Menge noch nicht kennen, das ist klar. Ja, erstmal so zu mir, zu meiner Person. Ich bin Jahrgang 53, bin verheiratet, zwei Kinder, lebe seit jetzt 20, nee, 22 Jahren auf Mallorca, komme ursprünglich aus Hamburg, also meiner Wahlheimat, habe dort über 30 Jahre gelebt, bin Diplompsychologe und Gestalttherapeut, ja, bin seit 30 Jahren im Therapie- und Coaching-Geschäft. Und habe in den letzten 16 Jahren, du hast es ja eben gerade schon angesprochen, eine Technik weiterentwickelt, mit der ich jetzt auch seit 16 Jahren arbeite, im Rahmen der Akademie MET, also Meridian-Energietechniken, zu der wir ja heute auch sicherlich kommen werden, mit der man eine ganze Menge erreichen kann und machen kann. Und dazu habe ich natürlich auch inzwischen 7 Bücher veröffentlicht. Das letzte ist jetzt im Juli letzten Jahres rausgekommen. Das ist speziell jetzt für Coaches und Therapeuten gewesen, das Buch. Und die anderen Bücher, die sind speziell dann auch für den Laien gedacht gewesen, dass jeder diese Technik so weit lernt, dass er sie in seinen Alltag wirklich integrieren kann. Das ist also extrem wichtig. Da werden wir sicherlich heute auch noch drauf kommen. Ja, die Technik weitergegeben, MET, an bestimmt inzwischen 14.000 Seminarteilnehmer. Wow. Und ja, was beeindruckend ist, also unsere Bücher sind, glaube ich, jetzt 400.000 Mal verkauft worden, in 5 Sprachen übersetzt. 4 Bücher davon Bestseller, also sind wir schon ein bisschen stolz, dass das so auch so eine Verbreitung gefunden hat. Die letzte Übersetzung jetzt sogar chinesische, also sensationell, selbst die Chinesen können jetzt damit arbeiten, also freut es natürlich sehr. Wow, das klingt ja echt gut. Und das ist so, das ist, glaube ich, das, was auch belohnt wird. So wenn ich, also wir haben ja viele Menschen, so mit vielen Menschen in Kontakt und auch interviewt. Und was ich so ein bisschen jetzt raushöre, dass du einfach so ein, einfach so eine Treue in dem, was du erfährst und tust und da so dabei geblieben bist. Ne? Ich habe viele Menschen, haben wir getroffen oder kennengelernt, die dann immer mal switchen mal das und das, was nicht verkehrt ist, aber ich habe das Gefühl, das wird irgendwie so eine Treue in dem und weiter, weiter, weiter. Und wenn man denkt, okay, jetzt ist hier eine Grenze, nee, und da geht's noch weiter und geht's noch tiefer, dass das einfach so den Erfolg auch ausmacht von dir und der Methodik. Das stimmt, das stimmt. Also das fällt mir auf, dass eben viele dann wechseln und Ja. was Neues dazu nehmen. Und dann haben die so einen Bauchladen von vielen, vielen Möglichkeiten, aber nichts können sie richtig. Ja. Und ich bin seit über 30 Jahren als Gestalttherapeut und habe natürlich auch meine Fähigkeiten als Gestalttherapeut in diese MET-Technik mit eingebaut. Insofern
ist das nicht verloren gegangen, sondern fließt logischerweise in meine therapeutische, in meine Coaching-Arbeit ein. Das ist ganz klar. Und das, man wird natürlich mit der Zeit, je länger man das macht, immer effektiver, immer besser, immer schneller. Und das kommt natürlich den Klienten zugute. Da, wo man vielleicht vorher vielleicht 10, 20 Stunden gearbeitet hat, macht man es heute vielleicht dann noch in 2, 3 Stunden. Hm. Das ist dann einfach der Lohn, dass man immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer besser, immer besser. Ja. Und siehst auch immer besser und immer besser und besser, noch besser. Also das ist einfach schön, also schön. Ich mag der Wesen, einfach so eine, so ein bei dir sein und eine Entspannung mit allem, also so ein, ja, eine schöne, schöne Präsenz einfach so. Ich mag das. Okay, dann eben die Zuschauer, gerne bekommen wir Grüße, gerne macht diesen Link, den ich reingeschrieben habe, so wie das Isabelle und anderen schon gemacht haben, und damit auch andere das sehen können. Und danke für die Grüße und gerne auch Fragen. Danke Lydia, mich hat er schon behandelt, Angst und Panik befrei, und Hermine aus Wien, und habe die Bücher auch, und ja, und eben schreibt gerne Grüße. Okay, dann 14.000 Leute haben diese Seminare schon besucht, haben es gelernt, einige 100.000 Leute erreicht, aber wir wissen, dass Ängste sind, ich schätze, dass der große Teil der Ängste sind versteckt und die kommen nur raus, wenn etwas passiert. Also das heißt, und wir wissen, dass es Millionen oder vielleicht eine Milliarde Menschen gibt, die, für die es gut wäre, dass die Ängste in Gleichgewicht kommen, damit es auch präventiv, ich denke, dass du auch präventiv arbeitest, weil für mich Wesenshygiene, ich nenne es Wesenshygiene, ganz wichtig ist. Und es gibt eben nur die Möglichkeiten, entweder Psychopharmaka oder eben Klopftherapie oder alle anderen Therapien, die es gibt. Und du hast dich schon natürlich, ich nehme an, auch mit Ängste, weil aus irgendeinem Grund deine Geschichte auch sehr darauf spezialisiert, auch eingestellt, auch viel Erfahrung gesammelt. Ne? Oh ja, also ich denke mal, wenn ich mir so meine Vergangenheit, meine Geschichte angucke, habe ich viel mit Ängsten zu tun gehabt. Also bei mir war es ganz schlimm mit Existenzängsten oder so diese Angst vor Krankheiten. Das haben ja auch viele. Und wenn ich mir dann so angucke, ich habe ja noch viel, viel Therapie hinter mir und viel Ausbildung, und im Endeffekt ist es doch nicht wirklich weggegangen. Also es war immer unterschwellig, war es irgendwo immer wieder da, und wenn irgendwas Akutes da war, dann kommen die Ängste natürlich dann doch hoch. Und umso, sag mal, glücklicher war ich dann endlich, so eine Methode kennenzulernen, die wirklich solche Ängste wirklich 100% auflöst. Also vielleicht auch eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, Uchi. Die meisten Klienten, mit denen ich zu tun habe, in den letzten 30 Jahren, kommen meistens mit Ängsten. Und der zweite Bereich sind so Klienten, Patienten, die traumatisiert sind in irgendeiner Art und Weise. Die irgendwo in der Vergangenheit irgendein negatives Erlebnis gehabt haben. Das kann sein, jetzt ein schweres traumatisches Erlebnis, kann aber auch ein Jobverlust sein oder da ist jemand gestorben. Und das produziert dann oftmals irgendwelche belastende Emotionen, und damit kommen die meisten eben nicht klar. Und das führt dann früher oder später dazu, dass die Leute in Therapie gehen, um sich da dann eben Hilfe zu holen, um diese Ängste aufzulösen, um die Depressionen aufzulösen, um die Trauergefühle aufzulösen. Und das war im Prinzip immer mein Inhalt meiner Therapien. Bloß, wie wir alle wissen, und der eine oder andere hat natürlich Erfahrung, denke ich, in dem Bereich, weil er selber mal eine Therapie gemacht hat, wie mühselig das oftmals ist, wirklich Folgen von Traumata aufzulösen oder auch Ängste aufzulösen. Das ist wirklich extrem, in den klassischen Therapien extrem mühselig und anstrengend und manchmal eben auch gar nicht möglich. Und bei, wie gesagt, bei der MET-Klopftherapie ist es eben komplett anders, da geht das eben sehr, sehr schnell, aber da kommen wir später sicher drauf. Eben, wie du sagst, es gibt richtige Fabriken von Ängste. Das Politische, was jetzt geschieht, im Gesundheitsbereich, ich denke, für viele Ärzte wäre auch gut, diese Ausbildungen zu machen, weil wenn man vorher die Ängste klopfen würde, wäre auch der medizinische Therapieerfolg leichter in Schulen. Ja. Das heißt, für die, die diese Ausbildung machen, ist die Arbeit gesichert für die nächsten Jahrzehnte. So viele Ängste werden jetzt im Moment produziert auf alle Ebenen. Ne?
Und das heißt eben für Ärzte zum Beispiel, bevor sie auch wirken oder Lehrer, ist auch ganz wichtig, diese Technik kennenzulernen, um den Erfolg deren Therapien zu unterstützen. Ne? Ja. Ja, sicherlich einmal das, aber ich wäre ja schon froh, wenn viele Ärzte sozusagen aufhören würden, ihren Patienten Angst zu machen. Das ist ja schon mal Ja. ein ziemlich Oh. riesiger Bereich. Ja. Ich habe ja ganz viele Klienten zu mir kommen, die mir dann erzählen oder aus eigener Erfahrung in den letzten Jahren, dass wenn man eine Unart, sage ich mal, in den Praxen herrscht, dass die Ärzte immer dazu neigen, extrem Ängste auszulösen, indem sie sagen, oh Gott, das kann das sein und man muss unbedingt noch die und die Untersuchung machen und die Patienten sind natürlich dann immer völlig voller Angst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Und wenn das schon mal aufhören würde, wäre es ja schon mal ganz gut. Insofern muss man eben dann als Patient selber gegensteuern und eben seine entsprechenden Ängste auflösen. Nehmen wir mal nur diese weit verbreitete, wenn ich sage jetzt Unart, aber dass viele Leute eben zur Vorsorgeuntersuchung gehen, natürlich haben die alle Schiss und Angst, dass irgendwas passiert. Und ich finde es da eben extrem wichtig, dass man da seine diesbezüglichen Ängste eben auflöst. Ja, denke schon eigentlich, die manchmal zu sagen, sie haben jetzt einen Brustkrebs oder so, dass es schon ein Angriff ist in der Form, wie das normalerweise gesagt wird. Ne? Diese Ängste machen, geht ja schon vorher los, nach dem Motto, wenn sie nicht regelmäßig kommen, besteht die Gefahr, dass das und das passiert. Und wenn sie das nicht machen, dann passiert aber das und das. Und deswegen produziert das natürlich bei den Klienten und Patienten logischerweise Angst. Also, dass die Ärzte damit arbeiten, also die Chance sehe ich nicht, einfach weil, das ist leider mal das System in Deutschland, dass die Ärzte nicht dafür bezahlt werden, dass sie die Ängste auflösen. Ich meine, dafür werden sie nicht bezahlt. Die kriegen dann für eine Beratung, kriegen sie ihre 9,80 € oder was auch immer, aber sie werden ja nicht für die eine Stunde bezahlt, wo sie jetzt den Patienten die Angst wegnehmen. Das System gibt das gar nicht her. Insofern kann der Arzt das im Endeffekt gar nicht umsetzen. Also ich habe ja nun viele Ärzte auch schon ausgebildet, nur das sind Ärzte, die nicht im Kassensystem drin sind, sondern die wirklich privat bezahlt werden und dann logischerweise auch effektiv sein müssen, sonst wird der Patient logischerweise auch nicht wiederkommen. Aber das halte ich für einen wichtigen Punkt, eben wirklich den Klienten, den Patienten wirklich erstmal die Angst zu nehmen, damit das eben nicht diesen Nocebo-Effekt hat, dass sie eben durch die Ängste vielleicht dann erst richtig krank werden. Nur weil jemand gesagt hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das könnte das und das sein. Und dann produzieren die logischerweise irgendwelche Symptome. Allein wenn sie nur schon den Beipackzettel lesen, dann kann man ja schon, wenn man allein schon davon krank werden. Ne? Ja. Und vielleicht für alle, die das nochmal Grüße von Susi aus Fürstenwalde. Ich habe meinen Heuschnupfen durch das Klopfen aufgelöst. Liebe Grüße. Und das Schöne ist, dass man keine Medikamente mehr braucht und das finde ich super. Ich habe 28 Jahre Angst- und Panikattacken gehabt. Und danke und so. Ja, achso, das ist ja nochmal, das war jetzt so ein Schlenker. Es gibt eben ja nicht nur die Möglichkeit, Ängste oder belastende Gefühle aufzulösen, sondern wie die eine Rückmeldung eben war, auch körperliche Symptome wie zum Beispiel eben Allergien. Das geht eben auch sehr, sehr gut mit dem Klopfen. Eben, und bevor wir da reingehen, denke ich später auch, wie du das machst und womit, warum das so geschieht und wie das funktioniert, auch vielleicht ein bisschen über die Ursache von Ängste. Wir haben Oh gestern ja. auch eine wunderschöne Sendung gehabt mit der Lorena Gatti-Fuller und anderen auch, dass es wie entstehen Ängste. Das, was ist hinter der Ängste? Für mich ist das Ganzheitliche immer, dass Ängste beinhalten auch eine Kraft, die man nicht nutzt. Ne? Und das wäre dann auch die Möglichkeit für uns auch mitzuwirken, auch in das, was wir auch gemeinsam machen wollen, dass auch eine Prävention ist, die eigene Schöpferkraft zu aktivieren, damit Mandela sagt, okay, wir haben nur Angst vor unserer Größe. Ne? Und das eben, was ist deine Erfahrung ein bisschen über die Ursache von Ängste? Woher kommen die? Ja, das ist natürlich jetzt genau der entscheidende Punkt. Wenn man sich so die Literatur anguckt, da findet man
im Prinzip nichts, wo die Wissenschaftler sagen, das ist jetzt die Ursache von Ängsten. Ja, man kann natürlich nachweisen, dass es im Gehirn irgendwelche neurologischen Veränderungen gibt oder dass die Amygdala, also der Mandelkern, mit bestimmte Neuropeptide ausschüttet und dadurch eben Ängste entstehen. Da gibt es also ein, zwei Theorien dazu, aber letztlich wird dann versucht, diese Ängste eben durch Medikamente dann zu heilen, das ist ja vorhin angesprochen, also über die Körperchemie Einfluss zu nehmen. Bloß ich vertrete da eine völlig andere Theorie und man muss sagen, das ist eine Theorie, das ist letztlich so noch nicht bewiesen. Wir gehen davon aus, eben, das ist das Neue jetzt, wo wir uns jetzt hier bewegen. Es geht um die energetische Psychologie. Das ist ja ein völlig neuer Zweig in der Psychologie, der aus den USA kommt. Interessanterweise gibt es da in Deutschland, Österreich, Schweiz, ich denke auch in den anderen europäischen Städten, gibt es noch keinen Lehrstuhl dafür. Mhm. Die Amerikaner sind da schon seit über 30 Jahren dabei. Und das Besondere an der energetischen Psychologie ist, dass sie eben einen völlig neuen Bereich mit integriert in die Behandlung. Bisher haben wir natürlich den kognitiven Bereich, den körperlichen Bereich, seelischen Bereich. Aber was fehlt, ist der energetische Bereich. Sprich, wir sind ja ein Energiefeld oder haben ein Energiefeld, wir haben Energiekörper. Ja? Und es wird bisher nicht berücksichtigt, dass dieses Energiefeld oder dieser Energiekörper auch verletzt werden kann, wenn ich zum Beispiel eine traumatische Erfahrung mache, einen Unfall erlebe oder Missbrauch erlebe oder irgendwas Schreckliches sehe im Fernsehen. Alles das hat ja Einfluss auf meinen Körper, und zwar auf den Energiekörper. So. Und da setzt genau eben die energetische Psychologie an. Das ist eben jetzt das Geniale, dass sie sagt, die eigentliche Ursache für das Entstehen dieser Ängste ist eben genau so eine Schocksituation, die derjenige irgendwo mal in der Vergangenheit erlebt hat. Weil in der Kindheit ist ihm mal eine Spinne der Mutter ins Gesicht gelaufen und die hat geschrien und zack, hat er irgendwie einen Schock bekommen und seitdem hat er Angst vor Spinnen, als Beispiel jetzt. Ja? Oder er hat einen Verkehrsunfall erlebt und in dem Augenblick, zack, am nächsten Tag hat er Angst, auf der Autobahn zu fahren. So, das bedeutet, natürlich passiert auf Körperchemie-Ebene, also auf neurologischer Ebene, passiert irgendwo da was. Klar, die Meridiane, die ja daran beteiligt sind, die sind ja sozusagen das Korrelat dazu, also die Meridiane, denen das Qi fließt, da entsteht eben eine Verletzung. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Durch diese Verletzung dieses Energiekörpers, dadurch entstehen eben jetzt genau diese Ängste. Das heißt, derjenige braucht eben jetzt nur eine Spinne zu sehen und zack, rattert sozusagen hier oben im Gehirn, Amygdala fängt an, verrückt zu spielen. Es werden bestimmte chemische Botenstoffe ausgeschüttet, Neuropeptide, die dann sofort bei den Klienten als Angst erlebt werden. Da kann er machen, was er will, die sind sofort da, innerhalb von Bruchzeit von Sekunden. Man braucht nur an seinen Kontostand denken und zack, bums, hat er sofort eine Angst. So. Ne? Das Beispiel ist mal gut, weil das viele ganz gut kennen, dass wir immer ein ungutes Gefühl kriegen, wenn sie an ihren Kontostand denken oder den sehen. So, jetzt geht es eben darum, und das ist eben jetzt das Geniale, ich muss eben jetzt nicht wie die klassische Therapie, also ich sage jetzt mal die Psychoanalyse oder die Verhaltenstherapie oder die Gesprächstherapie, ich muss das jetzt nicht versuchen, kognitiv zu bearbeiten, weil das bringt sowieso nichts, sondern ich muss die eigentliche Ursache beseitigen, nämlich die eigentliche Ursache heißt, dass der Energiekörper eine Verletzung bekommen hat. Ja, und schauen wir uns mal die ganzen asiatischen Heilmethoden an, ob das nun Shiatsu ist oder Qigong, Tai Chi, was auch immer. Alle die arbeiten genau eben mit diesem Energiekörper, Homöopathie gehört sicherlich auch dazu, um sozusagen diesen gestörten Energiefluss des Qi im Körper, um das so wieder in Gleichgewicht zu bringen. Und genau das ist das, was beim Klopfen eben passiert, dass derjenige eben ausgewählte Akupunkturpunkte, damit arbeiten wir ja, auf den Meridian beklopft und dadurch verschwindet eben manchmal in Sekunden, Minuten tatsächlich diese Angst und kommt eben erstaunlicherweise auch nie wieder. Das ist also aus meiner Sicht natürlich nicht erstaunlich, weil logischerweise die Beschädigung ist repariert durch das Klopfen und kommt dann natürlich nicht wieder. Interessant. Ja. Ich hab eine Frage, genau, inwieweit deine Erfahrungen zeigen, dass es, weil sprichst du ja auch immer von Auflösen und inwieweit ist es, hast du die Erfahrung gemacht oder ist es erforderlich oder notwendig oder geschieht,
sich einfach nochmal den Ängsten total zu stellen, also durch die Ängste sozusagen durchzugehen, dass die nochmal richtig gespürt werden, oder braucht es das gar nicht? Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen. Gut, also da bin ich ein absoluter Gegner, also das halte ich für Unsinn. Unsinn, das halt insofern für Unsinn, weil ich habe viele Klienten erlebt, die das gemacht haben, durch irgendwelche Konfrontationstherapien. Das führt letztlich immer nur zu einer Retraumatisierung und zu einer erneuten Verletzung letztlich des Energiesystems, ja, der Meridiane, des ganzen Systems, und bringt meines Erachtens überhaupt nichts, außer dass die dann irgendwann, möglicherweise ist die Angst weg, aber irgendwo schießt dann wieder was anderes aber raus. Also von halte ich davon nichts. Auch dieser Spruch, du musst da durchgehen, resultiert meines Erachtens letztlich nur daraus, dass die klassische Psychologie bisher nichts anzubieten hat dem Patienten, den Klienten, außer gute Sprüche und sagt, mach doch mal dieses und mach mal jenes, da musst du durchgehen. Und das halte ich eben für, sag mal, für eher ein Armutszeugnis, ja, zu sagen, nur weil wir nicht wissen, wie wir Ängste auflösen können, muss ich dann sagen, okay, dann geh da nochmal durch. Das bringt einfach nichts. Was soll das bringen? Die Erfahrung zeigt, das bringt nichts. Und mit meinem Patienten nützt das herzlich wenig. Wenn ich den 10-mal mit dem Fahrstuhl fahre, schreien die hinterher immer noch vor Angst. Das bringt nichts. Ja? Insofern ist das eher, sagen wir mal, halte ich eher für eine Form von Sadismus, die Leute so zu quälen, anstatt zu sagen, ey, wir haben so eine Möglichkeit, wie du das wirklich sofort auflösen kannst. Das fand ich nur wichtig, den Aspekt, dass der nochmal betont wird. Ja, ich finde das, Sabine, ich finde es insofern wichtig, weil natürlich, ich verfolge natürlich auch die Mainstream-Presse, wie das so schön heißt, also Fokus, Stern und so weiter, wie sie alle heißen. Und in den letzten 15 Jahren findest du im Prinzip immer die Standard-Therapieverfahren, was weiß ich, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, Analyse, Konfrontationstherapie, und dann ist finito, Ende aus. Alle anderen, die wirklich sehr schnell und effektiv sind, wie NLP, Hypnose, Klopftherapie, werden einfach nicht erwähnt. Ja? Und ich weiß einfach, dass diese wirklich funktionierende Therapieform, die ich eben erwähnt habe, dass die in bestimmten Kreisen logischerweise auch angewendet werden, aus gutem Grund, weil sie funktionieren, aber es wird eben nicht weitergegeben. Das ist eben das Traurige, sag ich mal. Ja? Warum? Ja. Da können wir mal drüber reden, aber das sicherlich. Ganz klar, wenn ich Mitarbeiter habe in einem Unternehmen, die alle Angst haben, oder einen Betrieb habe, der mit Angst geführt wird, ist doch logisch, dass ich kein Interesse daran habe, dass meine Mitarbeiter keine Angst haben. Mhm. Ja, die Firmenpolitik besteht dann möglicherweise daraus, die Leute in Angst zu halten, weil da sind sie manipulierbar, können besser geführt werden, sind öfter krank, halten den ganzen Kram am Laufen. Insofern hat nicht unbedingt jeder Interesse, dass die Leute wirklich ihre Ängste loswerden. Leider. Ja, deswegen ist einfach diese Forschung oder diese Verbindung, diese Forschung einfach auch wichtig, ne? Dass eben das, was du sagst, das sagt jetzt jeder Quantenphysiker, diese Verletzung des Körpers auf all seine Ebenen, ne? Und oft Psychologie, wenn sich das nur auf die Psyche beschränkt, es ist auch nur ein Teil, ohne den Körper, ohne das Gesamte zu sehen, dann werden die Sachen hier und da verschoben. Ne? Exakt. Ja. Genau. Mhm. Und eben das, dieses Einwirken auf all drei Ebenen, das hat, ist auch ganz wichtig, und für mich ist schon, was Firmen zum Beispiel betrifft, wenn die verstehen würden, dass der Mitarbeiter, der Angst hat, weniger leistet, nicht seine Intelligenz gibt, dass er nur 5% leistet von das, was dieser Sprung zu machen, in moderne Firmen, wo die Intelligenz und die Fähigkeit ist, von der Sicht der Führung, jeden in sein höchstes Potenzial zu integrieren und mitarbeiten zu lassen. Das ist die Welt, und deswegen diese gemeinsame Forschung, dass wir sehen, dass alle Ängste, auch die sich aufgelöst haben oder die noch da potenziell sind, sind Potenziale, mit denen man das dann einfach auch regulieren kann, so dass das im Interesse der Firma, ich nehme auch von Bildung oder Gesundheitssystem, wäre, dass diese Regulation der Ängste, so dass die Leute begleitet werden, auch in ihre Kraft zu gehen, in ihre Kraft zu leben, und die Benennung dieser individuellen Potenziale,
dass das auch in Zusammenhang mit der Ängste, hier ist die Angst und hier ist deine Kraft. Ne? Und das können wir jetzt klopfen und das können wir benennen. Und das heißt, in viele Möglichkeiten in deiner Firma oder deine Mitarbeiter haben die Möglichkeit, ihre individuellen Fähigkeiten einzusetzen oder sich zu ducken und klein zu machen. Ne? Ja, exakt. Du kannst es ja übrigens auch sehen, wir haben, glaube ich, im Jahr etwa minimum 30 Milliarden Euro Folgeschäden von stressbedingten Erkrankungen. Ja. So, aber was heißt denn letztlich, was ist denn Stress? Stress ist nichts anderes als Angst. Das heißt, wenn ich mir den Stress des Einzelnen genau angucke, wenn Leute zu mir ins Coaching kommen wegen Stress, dann landest du immer bei einer Angst. Angst ist sozusagen immer zuerst da und dann kommt sozusagen die Stresssymptomatik. Bedeutet, willst du deinen Stress auflösen, musst du gucken, wo sind deine Ängste, deinen Job zu verlieren, dass der Chef mit dir schimpft, dass du deine Arbeit nicht schaffst, dass die Kollegen dich anmeckern, dich mobben und so weiter. Die ganzen Ängste, die führen letztlich dazu, dass du dann irgendwann Stress hast. Und dann irgendwann später, wenn du nichts machst, landest du im Burnout. So, was da allein für ein Potenzial ist, ja, in den Firmen, was du gerade erwähnt hast, ja, die sind ja sozusagen durch diesen Stress nur eingeengt in ihrer Kreativität, in ihrem Potenzial und leisten nicht das, was sie leisten könnten. Allein die Fluktuation, die stattfindet in den Firmen, dass die Leute kündigen reinweisen, das ist ja, allein das sind ja auch Folgeschäden, die damit einfließen. Aber die 30 Milliarden ist nur eine kleine Summe, wenn man die Folge auch gesundheitliche und so. Ne? Wir würden das für 10 Milliarden alles auflösen und die Produktivität steigern. Ne? Ja. Und einige sparen. Danke an alle im MET. Das geht darum, ich mache die Ausbildung bei Rainer. Das ist das Beste, was mir passiert ist. Bin so dankbar, dass ich die Technik weitergeben kann. Habe so auch jemand helfen können. Meine Ärztin zeigt reges Interesse. Sie recherchiert im Moment über Klopftherapie, wird über die Meridiane ausgeleitet. Das ist eine Frage, ja. Ja. Wie war die Frage jetzt? Die Meridiane ausgeleitet? Ja, man ausleiten, der Begriff gefällt mir nicht, weil ausleiten kann man so nicht genau sagen. Also was passiert ist Folgendes. Ich will das kurz erklären, weil es ist wichtig. In der normalen Akupunktur weiß man inzwischen, dass durch das Setzen von Nadeln körpereigene Endorphine, sozusagen Glückshormone, sagt man dazu, ausgeschüttet werden. Ja? Also Dopamin, Serotonin, Endorphin, die werden beim Nadeln, also bei der klassischen Akupunktur, werden die ausgeschüttet und führen dazu, dass derjenige zum Beispiel keine Schmerzen hat und dass es dem besser geht. Das kann man inzwischen nachweisen. Ja? Das ist auch in der Wissenschaft bekannt. Was jetzt interessant ist, dass genau das eben auch beim Klopfen passiert. Hier haben wir ja nicht jetzt eine Nadel, die gesetzt wird, sondern jetzt klopfe ich praktisch selber bestimmte Punkte auf den Meridian. Und jetzt passiert genau dasselbe. Es werden körpereigene Endorphine ausgeschüttet, die sich dann an den Rezeptoren der Zelle andocken und dann entsprechend auch das Glücksgefühl hervorrufen. Also viele Patienten, die beklopft werden, sagen, oh, wow, mir geht's so gut und ich fühle mich plötzlich so leicht und so glücklich. Bedeutet, da, wo vorher an dem Rezeptor sozusagen Neuropeptid war, was Angst produziert hat, dockt sich jetzt praktisch dieses körpereigene Endorphin an oder Dopamin, ja, und löst sofort eben die Kettenreaktion aus, ich fühle mich gut und ich fühle mich frei und befreit. Das kann man inzwischen auch nachweisen. Das ist also wirklich nachweisbar. Es gibt inzwischen weltweit also mehrere kontrollierte Studien, die Wirksamkeit dann nachweisen. Wir selber haben es auch gemacht. Wir haben auch zwei Studien gemacht und konnten eben auch nachweisen, dass da was passiert. Was da genau jetzt passiert, weiß man nicht, aber scheint ja so zu sein, das habe ich letztens gelesen, dass eben die Übertragungsgeschwindigkeit in den Meridianen teilweise sogar schneller sein soll als Lichtgeschwindigkeit. Bedeutet also, wenn ich klopfe, wird also sofort was im Gehirn umgesetzt, es passiert sofort was, es kommt zu neuronalen Veränderungen und die bewirken logischerweise dann eben das gute, positive Gefühl. Das scheint da wirklich zu passieren. Das ist gigantisch. Und da wundert es mich, dass da einfach so wenig geforscht wird. Also direktes Erfahren, ne? Und umswitchen möglich. Ja. Insofern wird da nichts ausgeleitet. Ich würde sagen, es wird einfach was repariert. Ja? Also im Sinne von, die körpereigene Chemie wird repariert. Ja. Durch die Schocksituation ist praktisch, der Rezeptor an der Nervenzelle ist eben belegt durch irgendwelche Neuropeptide, die eben negative Gefühle produzieren.
Durch das Klopfen schmeißt dieser Rezeptor dieses Neuropeptid raus und das Dopamin dockt sich an. Das scheint beim Klopfen zu genau zu passieren. Und das wird man sicherlich auch nachweisen können. Es gibt da relativ einfache Versuchsanordnungen, wo man das nachweisen kann. Hat man ja in der Akupunktur auch gemacht. Die Frage ist, also Tapping, kann man nicht gleich den positiven Satz einklopfen? Jein, sollte man nicht machen, weil viele Klienten oder Therapeuten neigen dazu, zu schnell mit den Leuten positive Sätze zu klopfen und sozusagen das andere Negative darunter, oder diese negative Gefühle, eher zu deckeln. Mhm. Da bin ich kein Freund von. Also ich bin eher jemand, der sagt, wir gucken uns erstmal alles das an negativen Sachen an, an Gefühlen, die dich belasten, an, lösen die auf und wenn dann nichts mehr ist, wenn dann Ruhe ist für denjenigen, dann sage ich, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich auch positive Sachen regelrecht einklopfen kann. Das geht wirklich. Also das hat eine starke Kraft, dass wir die Leute bestätigen, die das machen. Man kann sich wirklich solche Positivsätze, Affirmationen oder Wahlsätze richtig einklopfen. Aber wie gesagt, Bedingung ist, dass ich vorher eben erstmal auf Null bin. Ja, also ich kann jetzt nicht klopfen, erstmal, ja, die Angst soll weg sein, ich bin jetzt glücklich, aber ich muss mich erstmal der Angst widmen, die auflösen, bis die komplett weg ist und dann sage ich, okay, ich wähle voller Vertrauen, in die Zukunft zu blicken und dann ist das Thema erledigt. Super. Ja, auch weil die Angst die Kehrseite des Mutes ist, also von das, was man zurückhält. Ne? Das heißt, würde man das positiv überdecken, dann würde man auch die positive Seite nicht unterstützen. Jetzt vielleicht eine Frage, die Frage sieht ein bisschen doof aus, aber für mich erscheint das der Kern. Könnte das Klopfen auch von einer Maschine übernommen werden? Und zwar, wie wichtig ist, dass du das machst oder die Leute, die du ausgebildet hast, und was gibst du auf dieser Ebene mit den Leuten, den Menschen, die Ausbildung bei dir machen? Den letzten Teil habe ich nicht verstanden. Was gibst du mit? Also den Teilnehmer deiner Seminare, ne? Ach so, was ich dir mitgebe. Also es ist einfach immer eine Magie da, dass man, es ist nicht nur eine Technik, sondern man gibt auch ein Gefühl, also deine Präsenz, deine Erfahrungen, die switchen auch mit. Es ist nicht so, dass du lehrst nur hier klopfe, hier und da, sondern du hast eine wichtige Rolle und derjenige, der lernt, hat auch seine wichtige Rolle, dass er sich aktiviert auch energetisch. Deswegen die Frage, kann das auch eine Maschine diesen Klopfen übernehmen? Also nach meinem Wissen, haben das ein paar Leute mal versucht, geht das wohl nicht. Also es scheint wohl so zu sein, dass du entweder selber klopfen musst, eben auf die Punkte, oder eben beklopft wirst. Was da jetzt genau dann wieder den Unterschied ausmacht, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber es ist wirklich offensichtlich effektiver oder nur effektiv dann, wenn du eben selber klopfst oder beklopft wirst, wobei es da egal ist, ob dich jemand klopft oder du klopfst selber, der Effekt ist ja gleich. No? Aber es ist nicht so, dass die Person, die klopft, auch eine Bedeutung hat, die Art, wie die Person das macht, oder es ist egal? Das Klopfen ist dann nicht so entscheidend, sondern das Entscheidende ist, dass die Person wirklich sich Zeit nimmt, in das Gefühl zu gehen, in das negative Gefühl zu gehen, was ja viele vermeiden. Das ist ja klar, wenn was weh tut, ist dann logisch, vermeide ich das, wenn mir das Bein weh tut, dann vermeide ich das, mit dem Bein zu gehen, das ist ja logisch. Bei der Angst genauso. Wenn ich Angst vom Fahrstuhl habe, gehe ich die Treppen. Oder wenn ich Angst davor habe, eine Rede zu halten, dann halte ich keine Rede. Ist doch logisch. Also vermeide ich im Prinzip das unangenehme Gefühl. Und bei der Form jetzt des Klopfens ist es genau andersrum. Ich sage demjenigen, geh jetzt wirklich in diese Situation, die dir Angst macht, die negativ für dich ist. Mhm. Ja? Aber du wirst merken, du wirst das nicht lange aushalten müssen, weil wenn du jetzt klopfst, während du in der Situation drin bist, vom Gefühl her, wirst du merken, sofort kriegst du die Entlassung. Entlastung, diesen Release, sofort. Insofern, das ist wichtig, dass du eben nicht davor wegrennst, sondern dir das anguckst und sagst, okay, meine Angst vor Fahrstühlen oder vom Fliegen oder vom was auch immer. Und in dem Augenblick hast du sofort die Entspannung und die Angst löst sich inzwischen auf. Die Leute sind oftmals sehr schockiert darüber, dass das so schnell geht. Weil sie manchmal jahrelang damit rumrennen und dann plötzlich klopfen sie selber 5 Minuten und ist das aufgelöst. Die sind dann oftmals wirklich positiv geschockt. Ja. Zum zweiten Teil der Frage, in den Seminaren natürlich spielt das Vermitteln der Technik einen wichtigen Raum ein, ganz klar. Aber ich zeige natürlich auch eben
in welchen Lebensbereichen man das wie auch alles einsetzen kann. Ich zeige das, wir machen das mit praktischen Übungen, dass die Leute wirklich eine Erfahrung haben. Das ist ganz wichtig, dass Teil dieser Seminare ist, dass sie nicht irgendwas Theoretisches lernen, sondern dass sie eine Erfahrung damit machen. Das ist ganz wichtig, denn auch ich habe das irgendwann bei mir ja mal kennengelernt und habe gemerkt, eine Angst löste sich plötzlich in Minuten auf, die ich schon 40 Jahre hatte. Man braucht sozusagen seine eigene positive Erfahrung, bevor man es überhaupt glaubt. Die meisten sagen, ja, glaube ich sowieso nicht, vergiss es. Insofern mache ich das in den Seminaren so, dass die Leute wirklich auch jeder die Erfahrung hat, ey, wow, es funktioniert. Und jeder geht irgendwann am Ende des Seminars raus und sagt, ja, jetzt kann mir sonst jemand irgendwas erzählen, ich weiß, es funktioniert, weil ich habe die und die und die Sachen heute aufgelöst. Ich hoffe, das hat das ein bisschen beantwortet. Ja, schön. Das heißt, es wäre theoretisch auch möglich, ich weiß nicht, ob du da Erfahrung gemacht hast, wenn jemand sagt, ich habe ein Projekt oder oh, ich möchte eine Sache machen und ich bin unsicher, dass du auch begleiten kannst auf Visionen, Projekte oder Mut anklopfen. Das heißt, die Begleitung ist einfach so, dass du guckst, okay, für diesen Projekt schauen wir uns das an, wo hängt das und das können wir klopfen. Das heißt auch für die Entwicklung von Potenzialen. Das ist richtig. Exakt. Vielleicht dazu noch ein wichtiger Punkt. Wir hatten ja vorhin über diese Positivsätze gesprochen. Also Fakt ist, dass alle positiven, das ganze Potenzial, alle positiven Gefühle, alle in dir vorhanden sind. Die braucht man nicht reinklopfen, die braucht man nicht reintun oder irgendwie, die musst du auch nicht lernen oder so, sondern dieses Potenzial ist in dir drin. Mhm. Damit kommst du auf die Welt. So. Das Problem ist nur, dass du durch die ganze Erziehung durchgehst, durch deine Eltern, ne, Masche, Schule gehst du durch und dann geht das ganze Potenzial natürlich verloren. Durch Ängste und so weiter und so weiter. Was praktisch jetzt beim Klopfen passiert ist, und das ist das Geniale, der ganze Müll, der sozusagen auf dem ganzen, auf deinem Potenzial liegt, auf deiner inneren Wahrheit liegt, der verschwindet plötzlich. Und zum Vorschein kommt das, was die ganze Zeit sowieso da ist. Das ist das Tolle. Leute kriegen quasi, ah ja, jetzt bin ich plötzlich mutig, jetzt habe ich plötzlich eine gute Idee, was auch immer, das kommt plötzlich hoch, das kann ich in die Leute gar nicht reinklopfen. Ich kann in die Leute nichts reintun, was da nicht schon längst ist, das ist dummes Zeug. Mhm. Ja? Ich muss nur den Müll beseitigen, den Staub, was auch immer. Und das ist eben die Arbeit, die ich mache, auch in meinen Coachings, zu zeigen, ey, wo ist dein Potenzial, wodurch wird das gedeckelt? Das sind ja meistens dann eben Ängste oder Schuldgefühle oder Trauergefühle. Und wenn die aufgelöst sind, ist das von ganz alleine dann. Dann brauche ich nur noch am Ende einen kleinen Impuls geben, okay, und jetzt machen wir noch einen Wahlsatz. Oder eben, was ich dann in den Coachings mache, eine bestimmte Zielearbeit, die ich entwickelt habe, wo die ihre persönlichen, beruflichen, finanziellen Ziele sich regelrecht anklopfen können. Auch das lernen die natürlich logischerweise in meinen Seminaren. Wie ist es mit dir? Natürlich, das ist, betrifft uns alle. Hast du auch manchmal ein Projekt oder Unsicherheiten oder eine Angst hier? Findest du vielleicht kein Hotelzimmer hier oder wie gehst du damit um persönlich? Wenn ich Ängste habe, ja, hör mal, also ich meine, für mich gehört Klopfen zu meinem täglichen Leben dazu. Also das kommt bestimmt mindestens ein, zweimal die Woche vor, dass ich irgendwas klopfe. Ist ja nicht so, dass ich auch keine belastenden Gefühle mehr habe. Ja? Auch ich ärgere mich mal über den und klopfe meinen Ärger oder es kommt meine Angst hoch. Oder ich habe ein Trauergefühl, weil jemand gestorben ist. Also logischerweise wende ich das natürlich in meinem Leben an. Das ist ja das Tolle, dass ich sozusagen genau das weitergebe an meine Klienten, was ich selber auch mache. Sonst wäre ich auch nicht glaubwürdig, sagen wir mal so. Ne? Insofern, das ist das Tolle, das ist eine Technik, die ich für mich anwenden kann als Coach, als Therapeut und kann es meinen Klienten eben weitergeben und sagen, ey, guck mal, wenn ich das kann, kannst du das auch. Das ist die Botschaft, die ich den Leuten immer wieder sage. Ne? Viele sagen, ja, nee, und du, und nee, sag ich, was ich kann, kannst du genauso. Das ist Quatsch. Ja? Und das ist eben das Tolle, dass jeder das für sich zu Hause machen kann, ohne jetzt erstmal einen großen Therapeut brauchen zu müssen. Sicherlich gibt es da auch Grenzen der Selbstbehandlung, ist ganz klar, aber vieles kann ich eben selber machen. Das ist einfach so. Schön. Oh, sogar meine Familie jetzt guckt aus Italien, meine Schwester. Okay, jetzt eine Frage noch, also innerhalb der Akademie, wir forschen viele Bereiche, das Nullpunktfeld, wo man hinkommt, wenn man klopft in diese Stille, in diesen Ort, wo wirklich Kreativität entsteht oder das Universum entsteht,
Eine andere Forschung ist, was wir jeden Mittwoch machen, ist mit den Drüsen. Und hast du Erfahrung mit zum Beispiel die Drüsen ist für uns, für unsere Forschung ein Teil der Akademie wichtig, weil dadurch bekommen wir leichtere Informationen von unser Wesen. Ne? Und bei vielen, die haben auch Drüsenprobleme, aber grundsätzlich hast du auch mit Drüsen geklopft oder hast du Erfahrung in dem Bereich und wenn, falls welche? Also Teil sozusagen der ganzen Klopftherapie ist auch, dass wir zum Beispiel mit der Thymusdrüse arbeiten. Ne? Thymusdrüse hier in dem Brustbereich, da arbeiten wir viel mit. Also das ist so, dass das teilweise als eine tägliche Übung vermitteln wir das, eine tägliche Übung, die zu beklopfen, weil wir einfach wissen, dass in der Thymusdrüse eben, sagt ja schon der Name Thymus, griechisch Lebensenergie, da steckt unsere Lebensenergie. Und wenn ich zum Beispiel ein Schockerlebnis habe, geht das natürlich zuallererst auf die Thymusdrüse. Die Leute sind erstmal aufgrund dieses Schockerlebnisses, egal was es ist, ob sie es sehen im Fernsehen oder lesen oder jemand sagt ein böses Wort zu dir, geht das auf die Thymusdrüse und hat dann logischerweise Auswirkungen auf dein Energiesystem. Das kannst du messen. Ja? Und die meisten haben einen sehr niedrigen Level in der Thymusdrüse, das kannst du ja physiologisch auch testen. Und durch das Klopfen dann zum Beispiel der Thymusdrüse, mit bestimmten Sätzen arbeiten wir da auch, kommt es wirklich zu einer Stärkung der Thymusdrüse. Mit dem Positiveffekt, dass die Leute gar nicht mehr krank werden, dass sie schneller gesund werden. Also das ist eben auch letztlich eine Reparatur des Energiesystems, indem ich die Thymusdrüse tatsächlich regelrecht beklopfe und damit repariere. Also ganz wichtige Übung, die ich auch selber immer wieder mache. Und das kann jeder auch selber nachprüfen, gerade wenn er mal krank oder wenn er kränklich ist und regelmäßig Thymusdrüse klopft. Ändert die ganze Energie. Auch bei Kindern sehe ich das immer wieder. Die eine niedrige Thymus-Energie haben, kannst du durchs Klopfen sehr schnell wieder einen hohen Level erreichen. So, das heißt, du hast gesagt, dass gestern haben wir zum Beispiel eine Forschung über Ursachen von Hirnhautentzündung und ein bisschen das Immunsystem geschaut. Das heißt, durch das Klopfen wird das Immunsystem auch gestärkt. Und diese Informationen werden auch an Organe, nicht nur an die Meridiane, sondern auch an die Organe, an das Wesen, an auch an die Verwandte, weil wenn jemand, also die Leute, die in deinem Umfeld sind, das hat schon Konsequenzen auch auf andere Ebenen. Ne? Ja, logisch. Einmal das, aber du darfst eins natürlich nicht vergessen, nicht, dass wir das außer Acht lassen. Wenn ich die ganze Zeit unter Angst leide oder unter Schuldgefühl leide, unter Trauer leide, hat das natürlich auch massiven Einfluss auf deine Organe. Ja? Dass die Angst hat Einfluss auf deinen Magen oder wenn du ständig mit Ärger rumrennst, hat das was Einfluss auf dein, möglicherweise auf deine, aufs Gehirn, auf das Herz. Ja? Also die Emotionen, die negativen Emotionen haben natürlich erstmal primär negativen Einfluss. Also nicht nur nur die Drüsen, sag ich mal, sondern das ist eben zu beobachten, in dem Augenblick, wenn ich emotional sozusagen wieder auf Null bin und mich wohlfühle, klar, dann bin ich auch logischerweise auch nicht krank. Ist doch klar, warum soll ich dann krank werden? Das heißt, es funktioniert auch, wenn ich so sagen darf, wenn jemand Angst hat und die Schulter hoch macht, es ist auch eine Massage praktisch, ne? Na, ich weiß nicht. Also das sehen andere anders. Ich meine, wenn du die Schultern hochziehst, klemmst du alle Blutgefäße ab. Das heißt, du hast weniger Durchblutung im Gehirn und du hast Rückenschmerzen bei Ängsten. Also du siehst ja, das hat sofort Auswirkungen auf den körperlichen Bereich, sofort. Genau, auf die Muskeln auch, ne? Ja, ja, klar, logisch, genau. Und das hat langfristig, ich weiß ja selber, stressbedingte Erkrankungen, irgendwann Herzprobleme, Kreislaufprobleme, Magenprobleme, Darmprobleme, logischerweise. Insofern, da setzen wir immer an, auch in den Therapien, gucken, wo haben die Leute belastende Gefühle, weil das ist letztlich die Ursache, dass sie dann irgendwann eben massive körperliche Störungen bekommen. Wo leider in der Medizin oftmals eben nicht der Zusammenhang gesehen wird, weil es eben oft sehr weit zurückliegen kann. Das ist das Problem. Aber ich meine auch die Physiotherapeuten oder ein Masseur, das heißt, es wäre auch interessant, wenn die einfach, weil viele kommen auch wegen dieser Verspannungen, ne? Das heißt, die Zusammenarbeit oder wenn ein Masseur oder Physiotherapeut diese Ausbildung macht, dann bekommt er die Information vielleicht hier, bevor wir manuell arbeiten,
schauen wir deine innere Haltung zu diesem Thema, denn die Schulter werden wir entspannen, vielleicht nachdem wir geklopft haben, und dann wird meine physiotherapeutische Arbeit Erfolg haben. Und sonst kann ich so lange drücken, wenn die Angst bleibt, wird der physiotherapeutische Erfolg sich nicht zeigen. Ne? Korrekt, ganz korrekt, genau das. Ich habe viele Physiotherapeuten inzwischen ausgebildet, die mir genau das sagen. Die sagen, die massieren mit den Leuten und dann kommen die nach ein, zwei Wochen wieder und die fangen wieder von vorne an. So, und viele arbeiten genauso, wie du es jetzt eben gesagt hast. Die sagen, okay, bevor wir jetzt anfangen, eben physiotherapeutisch zu arbeiten, gucken wir erstmal, was ist überhaupt los? Wann hat das angefangen? Ah ja, genau, ich habe gerade Stress in der Arbeit. Okay, oder da ist jemand gestorben. Ja, ich meine, wenn jemand gestorben ist, brauche ich mit dem keine Physiotherapie machen. Dann muss ich gucken, wo hat der seine Trauer nicht aufgelöst? Oder wo hat er vielleicht irgendwelche Ängste, weil er gerade seinen Job verloren hat? Dann ist Physiotherapie auch herzlich wenig. So, die arbeiten wirklich so, dass sie sagen, okay, wir arbeiten jetzt erstmal an den negativen Emotionen und dann können wir mal noch gucken, so, jetzt schauen wir mal, was der Körper noch sozusagen, dann arbeiten wir parallel auf beiden Ebenen, ja, auf der emotionalen Ebene, auf der körperlichen Ebene, und dann kann das funktionieren. Aber rein auf der körperlichen Ebene arbeiten, sag mal, das ist letztes Jahrtausend, so zu arbeiten. Ganz ehrlich, oder letztes Jahrhundert, wie du möchtest, also das ist nicht mehr zeitgemäß, finde ich. Hm. Vielleicht, Zuschauer, lieber einen Impuls, also über diese Technologie, dass ihr schreibt, falls es Unterbrechungen gibt oder nicht fließend ist. Normalerweise kommt alles gut, einfach Informationen geben. Ne? Ja. Ja, Ängste, großes Thema. So, nochmal. Du hast ja schon geantwortet mit Bezug auf Ängste, dass es nicht darum geht, nochmal all das Alte aufzuwühlen. Und nochmal aber eine andere Frage, sich direkt den Ängsten zu stellen, da wo man am meisten Angst hat, da das dann jetzt zum Beispiel durch die Klopftherapie das aufzulösen, und dann ist es dann überhaupt noch ein Thema, dass dann das, bevor ich Angst hatte, dann das bewusst zu tun, oder stellt sich das gar nicht mehr? Natürlich, also nehmen wir mal ein Beispiel. Da ist jetzt jemand gerade da, der muss eine Präsentation machen vor 500 Leuten, kommt zu mir ins Coaching, weil er tierisch Angst davor hat, logischerweise. Bisher hat er sich immer dafür drücken können. Und eine Frau, die also da jetzt eine Präsentation hat. Und jetzt geht es nicht mehr anders, jetzt kommt sie ins Coaching, okay, und wir arbeiten die Ängste auf. Das kann bis zurück in die Kindheit gehen, im Sinne von, sie war irgendwann mal vor der Schulklasse, stand an der Tafel, hat irgendwas geschrieben und alle haben gelacht, weil sie sich verschrieben hat oder was mit irgendwelchen anderen falsche Rechnung gemacht hat. So, und diese ganzen belastenden Gefühle möglicherweise werden aufgelöst, dann ihre Ängste. Das ist dann ja die ganze Palette: Angst, mich zu versprechen, Angst, den Text zu vergessen, dass mich alle angucken, mich zu blamieren. Und so weiter. Ja. Die ganzen Ängste werden dann sozusagen schichtweise abgearbeitet, habe ich das mit ihr gemacht. Und dann hinterher in der Vorstellung, dass da 500 Leute jetzt plötzlich sitzen, löst bei ihr plötzlich nichts mehr aus. Okay. So, dann bleibt erstmal so der Rest Zweifel, ist es denn dann in der Live-Situation auch so? Mhm. Aber alle Klienten sagen, wenn ich dann in der Live-Situation bin, habe ich plötzlich festgestellt, da war nur noch so eine leichte Aufregung im Sinne von, ja, okay, ich muss ja jetzt auch Leistung bringen. Aber ich hatte nicht mehr die Angst, die war weg. Das heißt, dann, die Angst ist dann aufgelöst. Plötzlich dann bin ich voll in meinem Potenzial und kann die Situation möglicherweise sogar genießen, einen Vortrag zu halten. Ja? Oder von der Privatfeier, genau, da habe ich auch viele. Also die Angst ist dann nicht mehr das Thema. Viele, übrigens, Sabine, viele sagen mir, ich habe ja früher die Leute noch angerufen, nach den Therapien und gefragt, was ist daraus geworden? Und viele Klienten, das ist der Hammer, erinnern sich noch nicht mal daran, dass sie die Angst gehabt haben. Du, dann sagst du, ja, wieso? Wir haben doch damals eine Flugangst geklopft. Dann sagt du, habe ich nie gehabt. Das ist wirklich Wahnsinn. Ernsthaft, passiert das immer wieder. Das ist hier oben gelöscht. So weit geht das. Die können sozusagen die Angst nicht mehr hochfahren. Also gerade wenn du jetzt auch jemanden hast, der phobisch ist, der kriegt die Angst nicht mal hochgefahren, wie ich das so schön sage. Dem sage ich, ja, stell dir eine Spinne vor, oder den Zahnarzt, der sagt, ja, ist mir egal. Kriegt er nicht mehr hochgefahren. Mhm. Ja, weil das System wieder funktioniert, er funktioniert normal, er reagiert normal, wie jeder, perfekt. Das heißt, da brauchst du dich wieder irgendwie stellen, sondern du wirst dann einfach in der Situation live feststellen, ey, wow,
funktioniert. Ich bin beim Zahnarzt, es macht mir nichts aus. Super, danke. Ja. Und gleich das noch, kleine Ergänzung dazu. Viele sagen ja immer so, naja, ich kann die Angst ja vermeiden. Ist nicht gut, weil ich meine, wenn ich die Angst nicht auflöse, da docken sich dann irgendwann immer mehr Ängste an. Es wird dann immer mehr. Mhm. Ich enge mich sozusagen immer mehr ein. Insofern ist es wichtig, dagegen zu steuern. Und so wirklich zu gucken und sich aufzuschreiben, wo habe ich denn meine Ängste, und dann anzufangen, die aufzulösen. Denn das Problem wissen wir alle, das, was ich an Ängsten habe, wovor ich Angst habe, ziehe ich in mein Leben. Ne. Wenn ich Angst vor schwerer Krankheit habe, werde ich das in mein Leben ziehen. Ja. Wenn ich Angst vor Jobverlust habe, ziehe ich das in mein Leben. Das ist Gesetz der Anziehung. Kennt jeder, schon tausendmal gelesen, bloß keiner setzt es um. Also muss ich dafür sorgen, dass ich diese Ängste logischerweise auflöse. Sonst ziehe ich das alles an. Ich muss in den Zustand von Vertrauen, von Zuversicht kommen. Ja, dann ziehe ich genau das an. Ja? Das, was ich nur in mir drin habe. Die Erfahrung durfte ich auch machen. Also einfach, wie sich gezeigt hat, dass ich da so einen Schlüssel habe, auch im emotionalen Bereich, einfach bei mir durch die Körperarbeit, indem ich die Emotionen gespiegelt habe, den Menschen, ohne jetzt in alten Drama zu gehen, sondern das einfach nur sichtbar gemacht habe. Und bis zur Grenze und über die Grenze hinaus. Und nach der Grenze hat sich gezeigt, was da wirklich dahinter ist. Also wie du es eben angesprochen hast, das tiefste Vertrauen in den Mut, was vorher nicht sichtbar war, wird einfach dadurch sichtbar. Und die Leute konnten dadurch sozusagen den Fokus einfach verändern, ne? Also weil sie Zugang wieder zu bekommen haben, das, was wirklich ist. So, darum geht's. Das ist das, was ich, Sabine, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, du kommst an deine innere Wahrheit. Ja. Was du wirklich bist. Ja? Du bist voll von Liebe, von Zuversicht, von Mut. Das hat man dir halt ausgetrieben. Ja. Ist doch logisch. Du kommst als erleuchtetes Wesen auf die Welt und dann kommst du in irgendeine neurotische Familie, wo alle voller Angst sind und Gewalt. Und ja, ich meine, da musst du dich halt anpassen. Ja? Da kannst du nicht sagen, ey Leute, habt ihr nicht mal eine Tasse im Schrank? Ich komme hier an und bin voller Zuversicht und Vertrauen und voller Liebe und ihr haut euch hier die Köpfe ein und seid voller Angst. Das machst du natürlich nicht. Ja. Ja? Also denkst du, das ist ja normal, man muss Angst haben. Alles klar, okay, dann werde ich das auch haben. Wenn eine Mutter Angst hat, okay, dann habe ich auch Angst. Aber wie gesagt, du kommst durch das Klopfen dann endlich in deine innere Wahrheit, in dein Potenzial. Das ist wirklich immer schön zu sehen, wenn Leute dann klopfen und viel klopfen und das in ihr Leben auch wirklich integrieren. Jetzt hast du nochmal was ganz Wichtiges angesprochen, finde ich. Oft uns ist das gar nicht bewusst, dass wir einfach auch Ängste, andere Emotionen, aber in dem Falle jetzt Ängste, auch übernehmen, dass das gar nicht unsere sind, dass es einfach, ne, von den Ahnen, von den Eltern, von was auch immer. Ist es jetzt, was hat deine Erfahrung gezeigt, wenn sozusagen ich das jetzt bearbeite, geschieht das für mich und gleichzeitig dann auch mit dem Thema zum Beispiel der Mutter, weil sie die gleichen Ängste hat, oder ist es wichtig, dass die Mutter das dann auch, was hat da die Erfahrung gezeigt? Nee, also so nicht. Also wenn ich, guck mal, beginne davon aus, dass wenn ich sozusagen von meinen Eltern erzogen werde, als Frau jetzt, bin ich irgendwo zu 50% werde ich meine Mutter, bin ich meine Mutter. Und logischerweise auch mit deren Ängsten, mit deren Angewohnheiten, bestimmten Charakterzügen, das wird aber durch Lernen weitergegeben und ich bin irgendwann genauso ängstlich wie die möglicherweise auch. So, umso wichtiger ist das im Rahmen von Therapie oder auch eben sowas zum Beispiel, sich davon mehr zu lösen und mehr zu sagen, okay, ich bin eben nicht meine Mutter mit den Ängsten und sich dann ein Stück zu entkoppeln. Das heißt aber nicht, dass die Mutter sich jetzt verändert dadurch. Das heißt nur, dass ich mich von meiner Mutter entkoppel und sage, okay, wer bin ich eigentlich? So, und ich habe eben keine Ahnung, sondern ich gehe den Weg. Und gut, sie hat den Weg gewählt, ängstlich zu sein oder was auch immer, aber wenn ich das bei mir ändere, wird nicht unbedingt bei ihr das anders sein. Okay. Wow, es kann natürlich sein, dass sie sagt, okay, ja, Mensch, toll, du dich entwickelst oder neugierig, was machst du denn da? Aber von alleine passiert das mit Sicherheit nicht. Okay, danke. Für alle, die begeistert sind, wir ab den 8. Mai machen wir einen 4 Termin zusammen. Ne? Und also zum Online-Seminar. Thema Ängste, genau. Ängste. Aus Ängsten Potenziale klopfen, das finde ich einen schönen Titel, ja. Genau.
Und Ja, stimmt. ja. Und eben, und das ist einfach, ich finde, wichtig, dass wir auch erfahren, dass Sie jetzt auch mehr Informationen, dass wir Erfahrungen machen. Und das wird dann natürlich in diesen, den Link habe ich gerade reingeschrieben. Aber jetzt vielleicht noch ein paar Aspekte. Wenn jemand abnehmen möchte, zum Beispiel, ne? Wenn jemand zunimmt, bedeutet, dass irgendwelche Ängste, nicht geliebt zu werden, dass irgendwelche Ängste und Trotz sich entwickelt. Das heißt, ist auch die Möglichkeit, durch viele Sachen auch die Ängste herauszufinden durch deine Begleitung. Das ist eine Sache. Und dann fragt noch jemand, ob man Organe klopfen kann. Ich denke, das ist auch, wenn jemand sagt, okay, ich habe dieses Symptom in diesem Organ, dass du die Person auch begleiten kannst. Okay, schauen wir uns dieses Symptom und dann schauen wir gemeinsam, welche, dass du die Person begleiten kannst, welches Symptom ist in dieser kranken Organ, wo du vielleicht mit meiner Hilfe oder durch meine Begleitung vielleicht ein paar Baustellen weniger oder vielleicht das Organ sich ein bisschen stabilisiert hat. Sicher den Magen, denke viele Sachen gehen dann weg, Kopf, Schulter, Muskeln, aber ich denke auch die anderen Organe durch deine Begleitung, wenn jemand sagt, ich habe dieses Symptom, dass du an die Ängste kommst, die nicht vielleicht sofort sichtbar sind. Ja, also nochmal an der Stelle vielleicht ein Hinweis. Wir neigen ja eher dazu, wenn irgendwie ein Körperorgan wehtut oder Probleme macht, sei es nur der Magen oder die Galle oder die Leber oder was auch immer, dass wir da sehr drauf fokussieren und versuchen, dieses Organ jetzt heil zu machen, indem wir irgendwelche Übungen machen oder indem wir Medikamente nehmen, was auch immer. Bloß ich versuche eben den Menschen klarzumachen, dass es nicht darum geht, jetzt sich um das Organ zu kümmern, sondern zu begreifen, dass das Organ nichts anderes ist als der Indikator dafür, dass irgendwas anderes nicht in Ordnung ist. Ja? Zu gucken, okay, der Magen tut weh, da klopfe ich natürlich jetzt nicht die Magen, meine Magenschmerzen, sondern ich gucke, was ist das emotionale Thema dahinter, was dazu geführt hat, dass ich jetzt Magenschmerzen habe. Das heißt, das ist die Arbeit. Und nicht jetzt auf dem Symptom rumklopfen, das ist dummes Zeug, das bringt nichts. Ja? Da kann ich genauso beim Auto, wenn die rote Lampe leuchtet, die Lampe rausschrauben, dadurch geht der Schaden auch nicht weg. Ja? Ja? Und Also ich muss deswegen. wirklich, wir müssen wirklich begreifen, dass unser Körper wirklich sensationelle Signale liefert, die Hinweise gibt, wo möglicherweise das Problem ist. So, und dann guck, okay. Das kann ein Vierteljahr sein, das kann ein halbes Jahr, ein Jahr sein, zurück, wo möglicherweise dann dieses traumatische Erlebnis war. So, und da liegt die Lösung oder sag mal, der Therapieansatz. Alles andere ist, wie gesagt, Medizin des alten Jahrtausends. Das bringt nichts, an den Symptomen rumzuklopfen oder zu. Da würde ich ja nichts anderes machen, als die Ärzte auch jetzt machen, die Allopathie. Da ist ein Symptom, da wird was weggeschnitten, rausgeschnitten, weggemacht und dann denkt man, das Problem ist weg. Nee, ist es nicht. Ja, man hat ihm die Birne rausgeschraubt, wie eine Analogie zum Auto. Ja. Aber eben, das ist jetzt deine, was ich meine, es ist deine Intuition, es ist deine Wahrnehmung, es ist deine Erfahrung, was zum Beispiel auf dieser Ebene durch deine Fragen, dann es ist diese Begleitung, das ist ja deine Kunst und die Ja, Kunst, na die du klar. auch unterrichtest, Na weil klar. der Person ist jetzt nicht bewusst, dass die Bauchschmerzen oder irgendwelche andere Sachen oder Organschmerz oder Problem, das es damit zu tun hat. Na klar, also sag mal so, die Klienten, die tun natürlich alles, alle, durch die Bank tun alles, um nicht dahin zu gehen, wo es eigentlich weh tut, worum es eigentlich geht. Die tun alles. Und das ist eben unser Job, sozusagen da den Finger reinzulegen, sagen, ey, wir reden jetzt nicht über dein Symptom, sondern wir gucken mal, wo es eigentlich herkommt und da tut es halt weh und da wollen die natürlich nicht hin. Das ist logisch, jeder vermeidet das ohne Ende und viele rennen eben ja deswegen zum Arzt, um das eigentliche Thema zu vermeiden, weil sie wissen, der Arzt vermeidet das Thema auch. Weil er kümmert sich auch nur ums Symptom und schraubt die Birne raus. Ja? Da sind die ja ganz glücklich und sagen, ja super, klasse, brauche ich mich auch mit meiner Thematik nicht auseinanderzusetzen, alles gut. Und das ist eben, wie gesagt, ein bisschen zu kurz gegriffen. Das wird nicht auf Dauer nicht gut gehen. Und du hast recht, das ist natürlich eine, sag mal,
Ich bin ja seit 30 Jahren Therapeut. Klar, du musst natürlich bestimmte Fähigkeiten haben, um mit Menschen da zu arbeiten, um die an ihre Themen zu bringen. Das geht auch nicht in einer Stunde. Manchmal brauchst du da eben auch deine 10 oder 20 Stunden, das ist ganz klar, je nachdem, was das für eine Störung ist. Es geht ja jetzt auch nicht nur um reine Symptome. Manchmal geht es ja auch darum, dass Leute mal schwer neurotisch sind und welche einfach Beziehungsstörungen haben. Und da musst du einfach ein bisschen länger einfach arbeiten. Das ist ganz klar. Das kannst du nicht, das kann ich den Leuten auch nicht innerhalb von einfach in der Beirung. Eben, das heißt, dass ich nenne es einfach auch so, deswegen auch die Akademie, dass diese intuitive Wahrnehmung, es ist ganz wichtig, diese intuitive Wahrnehmung auch zu schulen. Ne? Da eine Seite sind die Techniken und die Erfahrung und die Werkzeuge, aber die intuitive Wahrnehmung, welche Frage stelle ich jetzt? Wie ist mein, ist mein Mitgefühl jetzt so groß, dass die Person das doch freigibt, welche Angst da ist? Oder wie ist meine Haltung? Ne? Und ja, das ist ein Aspekt, was ich sehr oft in den Ausbildungen sehr wichtig ist. Deswegen entwickeln wir europaweit diese Master of Intuition, um zu unterstützen, alle diese, Methoden und Seminare, damit die Teilnehmer auch das entwickeln. Für mich ist das ganz wichtig, weil es sowieso mein Job ist. Ne? Ja. Und setzt für mich voraus, das, was du sagst, eben, das ist eben auch Teil eben, oder das Konzept unserer Ausbildung, dass wir den Leuten nicht irgendwelche Techniken beibringen, sondern dass wir mit deren eigenen Traumatisierung arbeiten, dass sie sozusagen ihren eigenen Spiegel sauber machen und dann überhaupt erst so arbeiten können, wie du das jetzt beschrieben hast. Also wenn ich selber mit sehr viel Müll belastet bin, kann ich logischerweise mit Leuten gar nicht arbeiten. Das geht nicht. Also muss ich erstmal an mir arbeiten und gucken, wo sind bei mir noch dunkle Flecken oder dunkle Themen, die ich nicht aufgelöst habe. So kann ich auch nicht intuitiv arbeiten. Das kann ich im Prinzip überhaupt nicht arbeiten mit Menschen, wenn es um Menschen geht. Ja? Weil wie soll ich die dann begleiten können? Ja? Hier wird das geschrieben, Epigenetik. Hast du auch in der Arbeit vielleicht kommen auch Ahnen oder Themen mit Ahnen oder Eltern oder auch im Vorschein? Sicher, ne? Ja, klar. Also primär natürlich erstmal die Eltern, ganz klar. Das ist so sogar zu 95%. Es gibt aber auch eine spezielle Ahnenarbeit, die ich dann mache, wenn, sag mal, ich den Eindruck habe oder derjenige mir Hinweise gibt, dass das möglicherweise ein Thema ist von Großeltern, dann arbeite ich auch eben mit den Ahnen, Ureltern, Urgroßvater, was auch immer. Und das kann man interessanterweise eben auch beklopfen und so bestimmte Sachen eben auflösen. Kommt nicht so oft vor, aber gibt es schon eben auch, gerade wenn man merkt, irgendwas immer wieder dieselbe Schleife, ich komme da nicht raus, irgendwas belastet mich da. Kleines Beispiel, da ging es um eine Frau, die sehr viel Geld verloren hatte an der Börse und das Geld, die 200.000, hatte sie geerbt von den Eltern und die waren lebten gar nicht mehr und die Eltern hatten das Geld wohl zur Nazi-Zeit eben schon illegal erworben und sie hatte fast unbewusst das ganze Geld sozusagen unbewusst verloren, weil sie das Schuldgefühl der Eltern und der Großeltern übernommen hatte. Also sie lief im Prinzip die ganze Zeit mit dem Schuldgefühl rum, dass sie sozusagen, dass die Eltern das Geld sozusagen anderen weggenommen hatten und sie hatte jetzt das Geld und hat natürlich, um die Schuld loszuwerden, alles dafür getan, dass das Geld weggeht und hat so dann falsch investiert. Mhm. Und als wir das dann aufgelöst haben, durch die Eltern- und Ahnenarbeit, dieses Schuldgefühl, was ja oftmals bis ins siebte Glied weitergegeben wird, da war plötzlich der Weg frei, dass sie sagen konnte, so jetzt kann ich das Geld, was ich noch habe, annehmen und kann das eben entsprechend vermehren. Also jetzt, da war sie plötzlich in ihrem Potenzial wieder und nicht mehr dabei, eben hier das Schuldgefühl zu leben. Und dann kommst du oftmals eben auch tatsächlich in solche Ebenen, in solche Schichten. Schön, vielleicht noch eine Frage, also es kommen ständig, es ist alles so spannend, das finde ich toll, dass ich diesen Job habe oder dass ich das machen darf. Wenn du jetzt zum Beispiel Nachrichten schaust oder berühmte Schauspieler oder Filme oder zum Beispiel den Trump schaust, kriegst du da einen Impuls, dass du da und da klopfen könntest oder bist du immer da neutral? Also sag mal so, ich bin im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit immer mehr in so einem Zustand von, dass ich immer weniger 18 irgendwo drin habe.
wie soll ich das sagen? Also ich bin nicht mehr so involviert in dieses Yin und Yang. Wir leben in einer sehr polaren Welt und man kann sagen, ich bin für das und ich bin für das und dann haut man sich die Köpfe ein. Und bei mir ist es eher so, dass ich immer mehr darüber stehe und sage, habe ich keine Aktien drin. Ob da nun in China Sack Reis umfällt oder Trump da ist oder der da, ist mir egal. Verstehst du? Ich gucke für mich eher, wie kann ich mein aktuelles Leben so glücklich und zufrieden machen, dass es mir gut geht. Mhm. Und da ist mir ziemlich Trump irgendwie oder wer auch immer ziemlich egal. Insofern, je weniger ich da emotional beteiligt bin, und wenn ich das mitkriege, ich bin emotional beteiligt, dann klopfe ich das eher. Um da eben rauszugehen aus diesem Yin-Yang und diesem sozusagen böse, schlecht oder gut, böse, um da rauszugehen. Weil das bringt nichts. Insofern gucke ich auch keine Nachrichten, weil wozu soll ich mir den, diese Nachrichten angucken, weil sie verderben nur mein Energiesystem und ich muss dahinter erstmal klopfen. Na, aber ich meine auch, wenn du in die Stadt gehst, es ist so, dass manchmal ein Masseur, der viel Erfahrung hat, der sieht jemanden, den würde ich so und so behandeln oder so. Ne? Ich meine so in diesem Sinne, dass du einfach einen Impuls bekommst, der hat diese Angst oder der Schauspieler oder Sängerin, da würde ich das machen. So meine ich ja. Oh Gott, ja, das habe ich viel. Also dass, wenn ich dann Schauspieler sehe oder in der Talkshow, was auch immer mal, da sehe ich dann schon, sag mal, oh Gott, wer hat das und das Problem? Beispiel jetzt Dieter Bohlen gesehen irgendwo, der letztlich schwer traumatisiert ist, weil er in seiner Wohnung überfallen wurde mit Pistole am Kopf und so weiter. Das ist ein Trauma, ne? Hat er noch nicht aufgearbeitet. Ja? So, natürlich sehe ich oftmals, wo ich Leute sage, Mensch, der braucht dringend mal Therapie da oder da. Ich habe da schon, sag mal, einen analytischen Blick, da kann ich kaum abstellen, selbst wenn ich mich mal privat treffe, muss ich mich da sehr zusammenreißen, um wirklich mal einen anderen Filter vorzuschieben, zu sagen, okay, ich bin jetzt wirklich nur im Privat. Aber ich sehe ja schon dann manchmal, muss mich dabei mal arg zusammenreißen. Sorry Sabine, es ist so spannend, mir kommt schießt eine Frage nach der anderen. Alles okay. Und die Zuschauer, okay. Gruppen, ne? Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Forschung gemacht, wo wir sogenannte unheilbare Krankheiten uns angeschaut haben, dass die mit Themen von Gruppen sind. Das heißt, meine Ergebnis ist, dass wenn man mit Gruppen arbeitet, dass man nur dann zu diesen Themen kommt. Hast du manchmal auch Erfahrungen, dass du für Gruppen klopfen sollst, um ein starkes Thema, wo eine Person allein schwer zu lösen hat, wo es einfach andere, ich denke, wenn große Traumas passiert sind in Dörfern oder in Städten oder Ländern, oder Kulturen, dass da auch mehrere Leute geklopft werden sollen oder dass das Thema so sich ausgebreitet hat, dass es eine intensivere Arbeit notwendig ist und mit mehreren Leuten oder Gruppenthemen überhaupt. Ja, interessante Frage. Ich versuche mal zu beantworten. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden. Also, was passiert ist im Rahmen der Gruppen, die wir machen. Wir machen ja auch Selbsterfahrungsgruppen, wir machen Ausbildungsgruppen und ich mache die Gruppen sehr gerne aus vollem Grunde, nämlich bestimmte Themen kommen eigentlich erst im Rahmen so einer Gruppe hoch. Genau. Ja, das heißt, ich kriege in der Einzelarbeit oftmals gar nicht so sehr den Zugang zu bestimmten Themen, aber wenn ich die Gruppe habe von 10, 12 Leuten, dann kommt das hoch, weil oftmals ist es so, dass die Gruppe sich wirklich unbewusst trifft, um ein bestimmtes Thema zu bearbeiten. Ja, und so haben alle Gruppen, die wir haben, immer so ein bestimmtes Thema. Die Gruppe, da geht es ums Thema Schuldgefühle, in der Gruppe geht es mehr um das Thema Mutter, in der Gruppe geht es mehr um das Thema Vater. Also, oder da geht es mehr um das Thema Missbrauch in der Vergangenheit bei den Frauen. Also, das wird wirklich deutlich, dass die sich unbewusst treffen und dass durch die Arbeit vor der Gruppe, ich mache dann immer Einzelarbeit vor der Gruppe, dass die anderen angetriggert werden durch die bestimmten Themen, die bearbeitet werden. Und das hat natürlich schon, so eine Gruppe hat natürlich eine enorme Energie, um diese Themen entsprechend hochzubringen. Ganz klar, das ist ein wichtiges Element unserer Ausbildung. Ohne Gruppe könnte ich diese Ausbildung gar nicht machen. Geht gar nicht. Schön, das heißt eben, dass hast du eigentlich beantwortet. Ne? Jetzt gibt es noch
ein italienischer Poet, der sich selbst geheilt hat, Vincenzo, in dem er Poesie. Er konnte nicht sprechen als Kind, ne? Und er weiß natürlich nicht, wovon wir sprechen. Und dann sagt er, was ihr bis jetzt besprochen habt, ist Pathologie aus Angst. So dass die Angst verlangsamt das schöne Leben und die Selbstliebe. Ja. Und wunderschön, danke. Also auch die Sprache nicht verstehen, wenn es um das Wesentliche geht, verstehen wir schon. Grazie, Vincenzo, grazie. Der hat auch viele Bücher veröffentlicht und habe ich schon auch interviewt. Ne? Pathologie der Angst, ja. Ja, genau. Schön gesagt. Ja. Ich sag immer Krebsgeschwür dieser Zeit. Ja. Die Angst. Das ist das Hauptproblem. Ja, es ist schön, dass ich das jetzt eben, all diese Aspekte, die kommen jetzt durch die Begegnung, indem ich einfach, du sprichst, ich höre, dann kommen Fragen, das heißt, ich habe so für mich vieles erfahren, es ist eine kleine, diese Art von Interviews sind immer wunderschön und man lernt immens viel, ne? Und deswegen auch, in der Akademie ist die Möglichkeit auch, dass jeder, der etwas entwickelt hat, auch reinzukommen und das mitzugestalten. Und die Erfahrung, die ich jetzt mache, ist, alle Forschungen, die mit der Akademie gemeinsam organisieren, dass die alle ergänzend sind. Ne? Dass sie alle, erstmal würde niemand mit jemand anderem was zu tun haben, oder das ist ein Thema, interessiert mich nicht, aber sobald wir anfangen zu arbeiten, gibt es diese ganze Verknüpfungen und die sind unglaublich magisch für mich, wie die hinterher dann Erkenntnisse dann gewinne durch diese Verbindungen, weil deswegen ist wichtig für mich, dass ich habe in Italien, haben wir viele Konferenzen gemacht, wir haben einige Arbeitsgruppen in der Schweiz, in Österreich und alles, was da und da und da geforscht wird, fließt miteinander und deswegen konnte der Freund auch verstehen, worum es bei uns geht. Ne? Ja. Stichwort Vernetzung. Ne? Ja. Na, ich nenne mehr als Vernetzung, ist einfach ein organismisches, dass die Informationen sich so ausbreiten, wenn jeder seine Arbeit macht und herzlich das sagt, dann ist das richtige Internet, der funktioniert. Schön. Mhm. Ja, wir haben das richtig, richtig gut durchgegangen. Hast du noch eben die Webseiten, werde ich dann hier unten schreiben in den Chat. Das wird jetzt das hier in Kürze auch zu sehen sein. Könnt ihr das verlinken. Das Audio manchmal kommt ein bisschen nach, dann lade ich das auch auf YouTube in zwei Formate. Eine, wo die Sprache ein bisschen hinterherkommt und ein Full HD 1920, damit man auch beide Sichten hat, weil hier konnte ich dich einblenden und mit der großen Kamera, es ist aber dann eine direkte. Diese Informationen, viele wundern sich, es ist wichtig, dass ich die gebe. Ne? Okay. Jo. Schön. Ja, insofern für die da auch ein bisschen mehr, sag mal, das in ihr Leben auch integrieren wollen, haben wir ja inzwischen auch eine Community gegründet, die, wo es darum geht, genau all das, was wir jetzt an Wissen haben im Hinblick auf Klopfen, wie man das in sein Leben integrieren kann, dass das sozusagen innerhalb dieser Community eben auch weitergegeben wird, dass man sich austauschen kann, dass man sich Unterstützung gibt in bestimmten Prozessen des Klopfens, also das findet man da eben dann auf der Homepage medlifestyle.de, da hast du ja wahrscheinlich dann auch eingeblendet. Also auch eine hochspannende Sache, einfach mal reinschauen. Mhm. Ansonsten weitere Infos eben zu den Ausbildungen findet ihr eben auf der Akademie-Seite, ne? Das hast du ja wahrscheinlich auch drin. Eben, den Chat, wie gesagt, du kannst den Chat auch weiterhin sehen, da sind
ich glaube, 22 oder mehr Kommentare. Das ist Live-Video mit den meisten Kommentaren. Glückwunsch steht hier. Ne? Und deswegen kannst du auch da reinschreiben. Und wenn jemand dann noch eine Frage hat, kann das gerne machen. Das ist die Bequemlichkeit dieser neuen Technologie, ne? Dass alles auch den Chat zu sehen ist und da muss ich einfach nicht viel machen. Jo, was machst du jetzt danach? Gehst du schlafen oder essen oder spazieren oder? Nein, ich fahre jetzt nach Hause zu meiner Frau und werde ein bisschen was essen und die Ruhe genießen, vielleicht noch einen kleinen Wein trinken. Ja. Welche Wein? Aus Mallorca oder? Mallorquinischer Wein, ja, ein Wein, der aus der Insel, von der Insel kommt, ganz toller Wein. Also, Mächtig kann ich nur empfehlen. gerne mal probieren, ja. Ja, komm mal vorbei, dann werde ich ihn dir vorstellen. Du wirst nichts anderes mehr trinken. Naja, ich komme aus Süditalien, ne? Bei uns, Ja, wir haben eben. Öl und Wein eine große Tradition. Mein Schwager, mein Neffe, die machen alle Spitzenweine, ne? Ah, ja, dann bist du ja Spezialist, dann kannst du das ja beurteilen, ob er Genau, richtig. ne? Genau. Kannst du kochen? Nee, ich nicht, aber Regina kann gut kochen. Aber ich gar nicht. Ich kann gut essen. Dankeschön, Rainer Ja, Michael Franke. gerne. Dankeschön, dass es Vielen dich Dank. gibt für deine Danke euch. Beiträge, dass du weitermachst und dass du das der Welt einfach auch gibst. Bis Ja, demnächst. das ist meine Mission. Danke Okay, euch. Liebe Grüße bis an Regina. an Regina, Ja, genau. okay. Dann mache ich. Tschüss. Okay, Und die tschüss, schöne ciao, Insel. ciao. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao, tschüss. Ja, danke euch, das war's für heute.